Willkommen zurück zu Part Nummer 19 von Slime Rancher. Wieder zusammen mit mir, Kiran und... Batory. Danke, das wäre echt mies gewesen, wenn du mich jetzt im Stich gelassen hättest. Wir haben euch mal den Weg hierhin erspart, weil es doch ein kleines Labyrinth war. Und ich sehe, hier ist noch eine Kiste aus irgendwelchen Gründen. Mit einem Huhn. Und wir füttern erstmal den Knallgordel, damit er uns hoffentlich einen weiteren Schlüssel ausspuckt. Wir haben ja bloß einen. Das wäre super. Das wäre super. Mehr Schlüssel, mehr Türen. Mehr. Und perfekt. 50 ging auf. Kaputt. Hat erstmal Schaden erlitten. Schlüssel! Good job. Hä? Ja. Ich hätte das Ornament halt echt gern gehabt. Ach, danke. Was zur Hölle? Eigentlich war hier noch mehr Zeug, aber das haben die wahrscheinlich in die Luft gejagt. Oder gefressen. Hier ist nichts Wichtiges mehr. Gut. Also, wie wir vorhin schon herausgefunden haben, führen ja alle Wege zurück. Aber du hast ja gemeint, wir sollen am besten gleich die Tür zum Moosbeet öffnen. Genau. Ich gehe mal ein wenig höher, damit wir nicht unbedingt einen besseren Überblick haben, aber... Warte mal. Das müsste... dann. Müsste das nicht hier? Ja, das ist doch hier. Das Moosbeet, oder? Ja, das ist Moosbeet, genau. Das heißt, ich muss erstmal ganz runter. Ja, du musst runter. Halt in diesen Hof, wo du das Tor mit öffnen konntest, musst du wieder hin. So weit runter, also aus dem Gebiet raus. Noch nicht ganz. Okay. Der ist halt noch in diesem Tempelgebiet quasi mit drin. Du siehst hier noch okay, da, wo ja, es okay. Gebiet anknüpft quasi. Und da gibt es halt das Tor. Ich hoffe nur, dass man es von beiden Seiten öffnen kann. Ja, das wäre schön. Naja, ansonsten haben wir halt einen kleinen Umweg, der dauert jetzt auch nicht so lang. Ah, jetzt da ist es doch. Ja, ich hab's gesehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. So. So. Jetzt hat man zumindest den Shortcut schon mal, wenn man da jetzt irgendwie noch hin muss. Aufenthaltsort Moosbeet, das heißt, wir können jetzt eigentlich hier überall die Extraktoren hinsetzen, oder? Genau. Also wenn du da irgendwann bist, dürfen. Ja. Moosbeet. Wo ist der Standort? Ah! Hier ist einer. Ach, heiliges. 3, 3, 4, 5 und 6. Installieren. Installieren. Einmal habe ich noch gesehen. Installieren. Und da oben soll ich auch noch hinkommen. Ja. Installiert. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir sind. Wir sind... Ah, das wird sich auf der Karte angezeigt. Okay, 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 okay. Dann ist die Frage, wie tun wir das jetzt am besten timen? Gehen wir zurück und kommt wie gehen wieder? Zurück? Okay. Ich warte einmal ganz kurz. No energy. Ich
ich habe immer ein wenig Angst, dass die Fallgeschwindigkeit irgendwann so hoch ist, dass die Hitboxen nicht mehr richtig funktionieren. Oh, auf einmal fällt es dann durch die Welt durch. Ich meine, es gibt Spiele, da funktioniert das. Ja. So, erstmal das lila gestreifte Ornament. Das war ein Einweg-Teleporter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Moment, wir können uns den gleich halt auch mal anschauen, weil ich bin gerade nicht sicher, weil es gab auch welche, die meine beide Richtung benutzen konnte irgendwie. Oh, wenigstens hat er nicht gefressen. Kaum bin ich da. Natürlich beide. Hallo? Ein schwerer zu hüten als ein Sack voll Läuse. Weißt du was? Stopp. Ich muss erst etwas nachgucken. Er möchte da rein? Es ist egal. Wir kümmern uns da nicht drum. Ist noch nicht dein Problem. Das ist das Problem von deinem zukünftigen Ich. Ja. Bis zum Morgen schlafen. Gute Idee. So. In Part 20, das kündige ich jetzt übrigens an, damit. Hi. Damit mein Zukunfts-Ich sich daran halten muss. Werden wir uns mal die Star-Mails durchlesen. Beziehungsweise die müssten alle von der 7C Corporation sein. Das heißt, du wirst wieder ganz gut was zu lesen haben. Hey. Öl deine Stimme. A. E. A, E, I, O, U. Dö, dö, dö. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte prüfen Sie Ihren Kabelempfang. Ui. Also ich glaube, wenn es so weit. Ich glaube, wenn es so weitergeht, werde ich irgendwann die Laufwege schneiden. Ja, also, ich glaube auch. So langsam frisst es halt wirklich, wirklich viel Zeit. Aber ich will halt auch nicht zu viel schneiden, weil dann hast du irgendwann keinen Let's Play Part, sondern bloß noch ein Best-of. Oder nur, wenn das dann nochmal schneiden würde, nur noch Shorts. Ja, die kommen gut an, also. Ich habe immer noch das You Got Mail-Symbol. Na, Kateri wird sich im nächsten Part darum kümmern. Okay, ist mehr an den Eingang hätte ich es auch nicht legen können. Nicht wirklich. Wie es halt immer noch braucht. Ja, weil die Nacht scheinbar nicht lang genug war. Die Nacht ging nicht 15 Minuten, willst du mir sagen? Ja. Okay. Du bist sehr spät ins Bett gegangen. Ja, scheinbar. Dann bleiben wir jetzt einfach mal hier stehen und kommentieren ein wenig drüber. Ich trinke einmal ganz kurz von einem Kaffee, das muss man mir an der Stelle verzeihen. 30 Sekunden. Eine Tasse Kaffee später. Na, nicht eine ganze Tasse. Ich habe mir nur mal einen kurzen Schluck davon genommen. Hallo? Die wollen dich wegtragen. Die wollen dich selbst. So. Also jetzt erwarte ich aber Zeug. Wilder Honig, dreimal. Ich habe einmal Honig aus Versehen weggeschossen. Den suche ich mal kurz wieder. Vielleicht finde ich den. Hier. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn wiederfinde. Noch mehr wilder Honig. You got wilder Honig.
Komm, wo ist jetzt das Shiny-Ding, für das ich hier bin? Irgendwo oben war noch eins da oben. Es tanzt. Noch mehr Honig. Wir haben nichts davon gebraucht, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Den wilden Honig haben wir gebraucht. Den wilden Honig haben wir gebraucht. Ja, genau. Für die Drohne. Okay, ich dachte, wir haben was anderes aus dem wilden Honig gebraucht, aber gut. Ja, weil wir aus dem Extruder auf der Ranch keinen wilden Honig erhalten haben, mussten wir die ja dort aufstellen. Ah, cool. Eine unsichtbare Wand. Die Wand ist Alpha oder wie? Ich spare mir meinen Kommentar dazu, aber ich habe sehr viele Gedanken gerade im Kopf. Man kann es versuchen. In Träumen kann man ja. Yep. Ah, hier geht's. Es wäre zum Beispiel, wenn du jetzt zurück zu diesem Tempel hingehst. Ah, ich bin blöd. Ich bin in die falsche Richtung vorangeflogen. Okay, ich hab's gleich. Und im Tempel, das schaut schon besser aus. Ja. Ich dachte, da hinten, wo die alphahafte Wand war. Du hast zum Glück den Wachs verschossen. Das wächst wieder nach, oder wie? Haha, ja. Wachsen. Soll ich versuchen, darüber zu fliegen? Nein. Soll ich versuchen, darüber zu fliegen? War der Satz überhaupt grammatikalisch korrekt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch nicht. Ohne Teleporter wäre es noch nerviger. Ja. Und dann ist es dann aber so... Warum geht er trotzdem nur in eine Richtung? Du kommst ganz schön rum. Ja, wir könnten ja mal kurz uns umdrehen und nachschauen, ob der wirklich nur in eine Richtung geht. Ich bin mir sicher, dass du nur in eine Richtung geht. Das Gehege ist leer. Die sind jetzt überall. Ja. Hallo? Die Hitbox ist sehr wählerisch von dem Gerät. Yep. Also schießt jetzt da rein, um dann vorzulaufen, um dann an den Werkbank zu gehen. Ja, vor allem will ich eigentlich mal wegen der Gordo-Falle schauen. Die wir vor Urzeiten mal aufgestellt haben, die aber irgendwie nie was macht. Ich glaube, du musst es woanders hinstellen. Ja, glaube ich auch. Hilfsmittel. Drohne. Ja. Wilder Honig, ja, oh, wir können uns zwei Drohnen holen. Machen wir das? Ja. Okay, wir haben. Und dann fehlt uns wieder wilder Honig. Ja. Also. Jetzt mal überlegen. Ich hätte gesagt, wir sorgen erst einmal dafür, dass wir immer ein wenig Einkommen bekommen. Und das bedeutet? Platz wegbringen. Ja, ich muss überlegen, soweit ich weiß, musstest du trotzdem einen Ständer dafür platzieren? Oh! Verdammt, ich erinnere mich. Es geht nicht die ganze Zeit. Zielobjekt. Dort? Dort? Quelle? Gehege? Bestimmungsort Plotmarkt.
Ja. Aktivieren. Ja, und das Problem ist aber. Warte mal, wird es irgendwo angezeigt? Eine Drohne kann nur innerhalb einer Ranch-Erweiterung operieren. Okay. Ja. Ja, aber warte mal, da können wir doch was anderes machen. Wir können uns endlich mal um das Gehege da hinten kümmern. Da muss ich aber noch was umändern später. Aber, pass mal auf. Wir machen das so. Hä? Dass wir sagen. Pass auf, jetzt bin ich schlau. Zielobjekt ist Fleisch. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Quelle außerhalb von Anbauflächen. Bestimmungsort Gehege. Wusste ich's doch, dass man die einmal anstupsen muss. Aber wie lange hält die? Also da haben wir mal. Wollen wir es uns einmal kurz anschauen? Ja. Au. Das Huhn wurde einfach mit dem Traktorstrahl weggelasert. Schön. Ja, damit bist du jetzt aktuell die Drohne dazu bringen, ein Hütchen einzusammeln. Ja, soll sie auch machen. Und dann ins Gehege, die fressen es. Und wir können uns immer mal, wenn wir gerade Zeit haben, die Plots einsammeln. Das hier habe ich falsch gemacht. Ich meine... Ich verstehe auch nicht, warum die schläft. Aber Zielobjekt. Was haben wir mehr? Früchte oder Gemüse? Ich glaube Gemüse. Okay. Gemüse, Quelle, Gärten. Wir haben sonst nirgends sowas rumliegen. Bestimmungsort. Oh Gott, Gehege oder Futterautomaten? Ich würde fast sagen Futterautomaten. Ja. Ah, auf einmal will ich sie. Ja, es könnte jetzt gut sein, dass das Gehege, was du vorhin bei der Drohne ausgewählt hast, das Hühnergehege ist. Nee, das glaube ich nicht. Aber es ist egal. Ich sag, ja, die Drohne, die macht einen guten Job, Karotten eignen sich immer gut. Ja. 49, 50, hier haben wir auch wieder 50. Ja, und solange die Viechis gefüttert werden, pumpen die ja auch kräftig Plort. Ja. Was wir alle begrüßen. Das heißt, wir haben... kein komplett automatisiertes Einkommen, aber immerhin wenig. Mhm. Halbautomatisiert. Ja, semi-automatisch. Gut. Dann können wir uns jetzt endlich mal wieder ein wenig um die Farm kümmern. Und ich hatte auch schon eine Idee, was wir im nächsten Part machen können. Und was? Im nächsten Part... redest du dir erstmal die Stimme wund durchs Vorlesen? Und anschließend machen wir mal ein neues Gebiet unsicher, oder? Okay. So, und was ich jetzt nämlich noch mache ist, ich. Sehr viel Kristallplot. Ich möchte noch ein wenig Plot verkaufen, damit wir Geld haben für 7C-Erweiterungen. Gut. Wird denn erstmal die DLCs eingekauft oder wie? So ein wenig. Ja, machen müssen wir es sowieso und wir haben gerade noch ein wenig Zeit in diesem Part. Was heißt noch ein wenig?
Zeit, der ist schon bei 20 Minuten, aber das ist egal. Oberschicht. Schicht. Ich bin kein Geringverdiener mehr. So, ich glaube, mit diesem Mal sollten wir dann hier auch gleich das als beendet haben. Gut, so aus dem Fan im Plot irgendwie diese Sekunde despawnen könnte. Vorsicht, der hat einen Zitteranfall. Na, schon mal wäre es natürlich, wenn die dann nochmal ein Abbild von sich erstellen könnten, also der Plot. Und der ja. Dann irgendwie so liegt und dann versucht es einzusammeln, das kannst du nicht. Die Partikel schauen schön aus. So, denkst du, wir kommen auf 20.000? Ich glaube nicht. Wenn wir uns hier noch ein wenig Mühe geben, na, 15.000. Ich sag, 15.000 schafft man noch. Ja, 15.000 ist realistischer. Ich mag's, wie die im Strahl immer alle fliegen. Hui. Ich meine, der Pfützleim ist halt echt so der Inbegriff davon. Nur fliegen ist schöner. Hier nix. Hier ist auch Frucht und Gemüse, aber... Der war gefährlich nah drinnen. Ja. Da könnte sich ja rein theoretisch rein teleportieren. Ich glaube... Also, ich... glaube wirklich im Sinne von... Ich hoffe, die können sich nur raus und nicht rein teleportieren. Ja, es wäre ziemlich ärgerlich. Ich denke mal halt, irgendwo musst du Gameplay-wise auch einen Punkt machen. 14.000 schaffen wir, nicht 15.000. Schade. Ja, 14.5 natürlich. Nicht DLC verwalten, sondern 7C. Robo-Ranger-Chroma und Megatron-Chroma. Fortgeschrittenes Slime-Spielzeug. Oh, und wir müssen jetzt einmal schlafen legen und am nächsten Tag können wir uns dann... Eine Marktverbindung! Wollen wir die direkt neben den Markt setzen? Weiß ja nicht. Bist du einer von denen? Weiß ich nicht. Als Abbild konntest du sauber durchlaufen irgendwie. Ja. Achso, deswegen Futterautomat, okay. Nachdem die Drohne sich super darum kümmert. Ja, ihr hungert, ich weiß, aber. Hallo! Ich muss auch auf den Tank schießen. Und da gibt es jetzt gerade einfach nichts. Ja, ich glaube, das Feld ist halt einfach abgeerntet. Ja, Ende. Oh, da fällt mir was ein. Ich kann noch. What are? Und ich soll's anders machen, weil wir haben fast nur Fruchtliebhaber. Oh. Quelle von Gärten, Bestimmungsort. Verbrennungsanlage. Wait, what? Da hier, die Drohne hat wieder was zu tun. Warum kann ich das aus... So, Drohne, du gehst jetzt in die Verbrennungsanlage. Mhm. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Oh ja. Stand die mir einfach im Weg, als ich gerannt bin? Ich glaube, es setzt was. Ja,
Der unbezahlte Praktikant. Ja, das reicht nicht mal. Nein, in dem Fall. Ich hätte es auch intelligenter machen können. Aber einmal ernten wir noch ab. Hallo? Würdet ihr alle bitte noch ein wenig mehr essen? Werdet rundum glücklich. Aber den Automaten könnte ich eigentlich drüben hinstellen, wo die andere Drohne ist. Das macht schon Sinn. Ja, das wäre eine Idee. Da könntest du rein theoretisch darüber den Markt beliefern. So, wir haben auf jeden Fall jetzt wieder genügend. Das machen wir noch und danach beende ich den Part. Okay. So, 7C Belohnungsclub. Grotten-Upgrade, oh mein Gott. Cool. So, erstmal. Oh, wa. Es wird ja kaum irgendwo schon sein. Hilfsmittel, Warp-Technologie. Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch sonst zu einfach gewesen. Hast du jetzt etwa nur den Bauplan bekommen? Ja. Verdammt! So, lass mich mal gucken. Nee, dafür müssen wir rüber. Das machen wir aber jetzt nicht mehr hier. Dann würde ich sagen, mit Blick auf diesem Haus sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dann! Bis dann, ciao!